Wembley. Ein Fußballtempel, der deutschen Mannschaft bis auf eine Ausnahme immer Glück gebracht hat. WM 1966. Im alten Wembley findet das Finale England gegen Deutschland statt. Nach der regulären Spielzeit steht es 2:2. Dann schießt Geoff Hurst in der 101. Minute den Ball an die Latte, von der er zurück aufs Feld springt. Der sowjetische Linienrichter sieht den Ball hinter der Linie. England geht 3:2 in Führung. Die Geburtsstunde des legendären Wembley-Tores. Natürlich war er nicht drin, sehr klar. Ich war ja daneben gestanden, ich war vielleicht 7, 8 Meter daneben. Zeitzeuge, Zeitzeuge. Ich habe das ganz genau gesehen, dass der Ball auf die Linie gesprungen ist und raus. Bobby Charlton, der auch neben mir war, der ist anderer Meinung, aber ich denke, ich habe richtig gesehen. England schießt noch ein weiteres Tor und krönt sich zum bisher einzigen Mal zum Weltmeister. Doch schon beim nächsten Duell 1972 triumphiert ein spielstarkes DFB-Team im Wembley-Stadion. Im Viertelfinal-Hinspiel der EM besorgen Uli Hoeneß, Günter Netzer und Gerd Müller einen 3:1-Erfolg. Ab sofort nennt man sie die Wembley-Elf. Beckenbauer und Co. werden am Ende Europameister. 1996, wieder EM, dieses Mal Halbfinale. Nach 3 Minuten bringt Alan Shearer die Engländer in Führung. In der 16. gleicht Stefan Kuntz aus. Es folgen Verlängerung und Elfmeterschießen. Die ersten 10 Schützen verwandeln alle, ehe Gareth Southgate an Andreas Köpke scheitert. Jetzt muss Andreas Möller treffen, dann ist Deutschland im Finale. Ja, das war wirklich nicht einfach. Also da haben 70.000 gepfiffen und also ich kann das jetzt gar nicht mehr so beschreiben. Also ich war froh, dass das dann vorbei war. Möller verwandelt. Deutschland erreicht das Endspiel gegen Tschechien. Durch das Golden Goal von Oliver Bierhoff, übrigens ebenfalls im Wembley-Stadion, wird die DFB-Auswahl zum dritten und bisher letzten Mal Europameister. Es ist das Happy End eines von zahlreichen Verletzungen geprägten Turnieres. Im Oktober 2000 schießt Dietmar Hamann das letzte Tor im heruntergekommenen alten Wembley. Deutschland gewinnt 1:0, das Stadion wird abgerissen. Auch in der neu errichteten Version bringt die Arena den Deutschen Glück. 2007 folgt ein 2:1-Erfolg, unter anderem durch ein Traumtor von Christian Pander. Und 2013 besorgt Per Mertesacker einen 1:0-Sieg. Wembley ist also schon fast das deutsche Wohnzimmer. Am Dienstag trifft das DFB-Team zum dritten Mal bei einer EM in diesem Stadion auf England. Vielleicht geht die Erfolgsgeschichte ja weiter. Nach den ersten beiden Duellen folgt am Ende der Titel.